Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aufbiegen- und Brechen-Box von Weimar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aufbiegen und Brechen von Weimar, das Ganze am 20. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das Debütalbum der Band. Wir haben hier eine schwarz- bzw. dunkelgraue Box. Dann haben wir hier so eine Gesteinsoptik und hier sehen wir das Logo der Band, also hier im Hintergrund diese Streifen, das ist das Logo von Weimar. Darüber dann auch noch der bunte Schriftzug und darunter der Albumtitel Aufbiegen und Brechen. Ansonsten zieht sich hier diese schwarz-graue Optik weiter. Und auf der Rückseite erfahren wir, was uns in der Box erwartet. Hochwertige Karton-Stülpdeckelbox, Digipack-CD, Original-Bandmaske aus Latex, doppelseitiges A1-Plakat handsigniert, Ansteckpin des Kollektivs, zweimal Plektrum-Anhänger und 3D-Aufkleber. Dann haben wir hier noch die Infos und einen Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Also nicht zum Klappen, sondern hier wirklich komplett abzunehmen. Von innen grau. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als allererstes kommen uns mal die Maske entgegen. Dann geht es weiter mit dem Album an sich. Einmal, zweimal der Sticker. Ansteckpin, einmal und zweimal Gitarrenplektron und zu guter Letzt noch das Poster. So, die Box ist leer. Packen wieder den Deckel drauf und legen sie zur Seite. Und dann schauen wir mal. So, zwei, drei Sachen sind hier noch in Folie. So. Machen alles mal zur Seite und dann starten wir natürlich wie immer mit dem Album an sich. So, also, das ist das Album, Aufbiegen und Brechen, Coveroptik wie auch schon auf der Box, seitlich auch nochmal beschriftet und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben das Ganze hier römisch durchnummeriert, 12 Tracks insgesamt, dann hier auch nochmal Infos plus Logos und Barcode, hier dann auch nochmal beschriftet. Und dann schauen wir mal rein ins Digipack. Hier gibt es den Schriftzug plus die Maske. Und hier im Innenleben einmal ein Bandfoto der vier Herrschaften, die alle die Maske tragen. Links das Booklet und mittig dann die CD. So, zuerst mal schauen wir uns das Booklet durch. Auch hier wieder diese Optik. Dann geht's los. Sehr schön. Jeder einzelne Track hier mit den Lyrics erfasst. Also ihr seht, jede Menge Text hier. Und das Schwarze sind dann die Strophen, beziehungsweise ja, der reguläre Text. Und braun ist dann der Refrain. Also jeder der 12 Tracks ist hier erfasst. Dann ein Bandfoto. Dann geht es hier weiter mit Lyrics. So sieht das aus. Und dann sind wir schon bei Track Nummer 10. 11 und 12. So, zum Abschluss gibt es nochmal die Tracklist.
Weimar dankt dem Kollektiv. Dann packen wir das Booklet zurück und kommen zur CD. Auch die hier wieder in dieser gezeigten Optik. Hier sieht man das Logo noch besser. Also hier die beiden X mit diesem Strich dazwischen. Das ist das Logo von Weimar. So, Album erledigt. Wir kommen zu den weiteren Inhalten. Und zwar haben wir hier zwei Sticker dabei im Querformat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 3D-Aufkleber. Ja, da stand keine Anzahl. Weiß jetzt gar nicht, ob da nur einer dabei hätte sein sollen. Aber ja, wie auch immer, ich habe zwei. Bunter Schriftzug, den kann man hier dann rauslösen aus dieser rechteckigen Form. Und wir haben dann hier auch wirklich, also man kann es sogar spüren, die Oberfläche. Also ein sehr schöner Schriftzugsticker, zweimal hier drin. Dann haben wir den Ansteckpin. Die Frage, ja. So sieht er aus mit dem Logo. Auf der Rückseite dann der Spitz, also hier so der Stachel zum Draufmachen. Und natürlich haben wir hier dann auch wieder einen Verschluss, um das Ganze zuzumachen. Und bei diesem Pin, wir hatten hier noch dieses kleine Plastik dabei, lesen wir, es ist von Machwerk Apparel GbR aus Erdmannshausen. Grüße gehen raus. Dann schauen wir uns an die zwei Plektren. Die sehen so aus. Also auf der einen Seite die Maske, auf der anderen Seite das Logo. Und der eine ist hier auch als Anhänger gedacht. Also das eine Plektrum hier mit einem Loch. Das kann man sich dann entsprechend anhängen oder ja, irgendein Band durchmachen. Das hier ist ohne Loch. Dann haben wir ein Poster. Und zwar in der Größe A1. Genau. Das ist mal die eine Seite. Die Optik hier mit dem bunten Schriftzug und darunter der Albumtitel im Hochformat und auf der Rückseite ebenfalls im Hochformat dann das Bandfoto. Moment. Na, hier oben ist der Schriftzug, der Weimar Schriftzug und dann hier die vier Herrschaften mit ihren Unterschriften. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, mir sieht es fast so aus, als wäre hier eine Unterschrift vergessen worden. Also wenn ich sie richtig interpretiere, sind drei hier signiert. Die vierte scheint zu fehlen, aber nicht weiter schlimm. Signiert ist es trotzdem, ja, beidseitig bedruckt, A1 im Hochformat, wie gesagt. Und zu guter Letzt kommen wir dann noch neben dem Album zum Highlight der Box, und zwar zu der Maske. Wie wir gesehen haben, unter anderem gerade bei dem Poster, die vier Herrschaften treten hier immer mit diesen Masken in Erscheinung. Das ist so eine, kommt hier aus Latex mit dieser schwarz-weiß zerfurchten Optik hier. Augenöffnungen und Nasenöffnungen natürlich dabei. So sieht das hier von innen aus. Und wir haben dann hier zwei Riemen, um das Ganze festzumachen. Also die kommen hier mit so einer Schließe, mit so einer Schnalle. Und dann kann man sowohl oben als auch unten separat voneinander das Ganze feststellen und dann individuell an die gewünschte Kopfgröße anpassen. Und somit sollte das eigentlich jedem passend zu machen sein. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Maske. Dann die beiden Sticker. Einmal, zweimal hier mit dem Schriftzug. Das Poster,
beidseitig bedruckt, A1 im Hochformat, eine Seite signiert, die andere regulär. Dann zwei Pleck drin, einer hier als Anhänger gedacht, der Anstecker mit dem Weimar Logo, also hier dieser Pin. Und natürlich das Album an sich, aufbiegen und brechen im Digipack mit 12 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Aufbiegen und brechen von Weimar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Weimar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.